Ja, guten Tag. Ja, hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Abgabefristen für dein Skript, die wurden verschoben. Was meinen Sie? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Deadline ist jetzt ein paar Tage früher. Ich hoffe, du hast schon angefangen. Ja, aber das schaffe ich nicht. Sie haben doch mein letztes Skript gesehen und jetzt noch unter Zeitdruck. Ja, ich verstehe, du hattest deine Probleme, aber das geht schon ein Jahr lang so. Reiß dich endlich zusammen und sag ja nicht, du hast wieder letzte Woche angefangen. Du hattest 2 Monate Zeit. Ich meine, ich habe einige Leute, die einen guten Film wollen. Es ist deine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Du hast im letzten Jahr nur pillige über 40 Komödien geschrieben. Es wird Zeit, das zu ändern. Komm schon, Junge. Ich weiß, du kannst das. Ich bezahle dich nicht umsonst. Aber ich hatte schon einen Entwurf. Wie soll ich das in ein paar Tagen umschreiben? Der kreative Prozess braucht seine Zeit. Nicht viel abändern. Es passt so, wie es ist, aber es ist das Rating runter. Es wird für Kinder, also das heißt kein Blut, nackte Körper und so weiter. Du weißt schon, das Übliche. Bist du dir sicher, dass ich es in der Zeit hinkriege? Du kannst es. Du hast früher in 2 Tagen Skript rausgehauen. Es geht hier um eine sechsstellige Summe und ich versichere dir, dein Anteil bleibt auch im sechsstelligen Bereich. Ja, ich habe damals in 2 Tagen Skripte geschrieben, aber du weißt ja, wie die Qualität dieser Filme war. Hör mal zu. Deine Filme vom letzten Jahr waren auch nicht besonders künstlerisch wertvoll. Im ersten Projekt soll es bitte auch nicht um Kunst gehen. Hier geht es um Geld. Mein Geld, dein Geld und darum, dass wir vielleicht aufgekauft werden. Na schön, ich werde sehen, was ich tun Sehen? kann. Du wirst nicht sehen. Du wirst tun, sonst finde ich einen anderen und der kriegt auch das ganze Geld. Ich will morgen den abgeänderten Entwurf bei mir. Ach ja, und der Auftraggeber war spezifisch, was die Charaktere angeht. Mach sie zu einem Vorbild für Kinder und bauch noch irgendwie im Hintergrund einen Schwulen ein. Du weißt ja, was heute so angesagt ist. Und dabei ging es doch nur um ein Ritterturnier im Mittelalter. Ich glaube, das war genug. Ich brauche frische Luft. Sieh dir an, wer da auf der Bank sitzt. Sollte er nicht lieber arbeiten? Sieh an, wer sich da wieder der Arbeit zugewendet hat. Wer zum Teufel bist du? Darf ich mich vorstellen?
Ich bin ein persönliches Hirngespinst. Ich bin du. Nur besser. Aber ich habe noch keinen Namen. Wie würdest du mich nennen? Ich glaube, ich sollte aufhören, so viel Kaffee zu trinken. Ja, genau das soll es sein. Nein, das ist ein schlechter Name. Ich würde etwas Einfacheres bevorzugen, wie Günther. Aber wenn du darauf bestehst... Komm schon, ignorieren hilft nicht. Erinnerst du dich nicht an das Psychologie-Seminar? Ach, so ein Spiel spielst du also. Na, dann wird es wohl helfen, wenn ich dich ein bisschen verstöre. Erinnerst du dich noch an den Wikipedia-Artikel über mittelalterliche Foltermethoden? Okay, was willst du? Mal sehen, das ist doch ein Nebencharakter, oder? Ja. Und? Mach ihm eine Geschlechtsumwandlung. Wie bitte? Ja, mach ihn zum Transgender halt. Das spielt im Mittelalter, im mehr oder weniger realen Mittelalter. Außerdem ist er Eunuch. Na, dann ist die Hälfte der Sache ja schon getan. Ich wiederhole, es spielt im Mittelalter. Na und? Hat es jemanden gestört, den Ritter der Tafelrunde schwarz zu machen? Oder Perseus? Nein! Was stört dich also daran, einen Eunuchen zum Transgender zu machen? Verschwinde jetzt. Okay, wenn du nicht willst, kannst du ihm vielleicht ein Fetisch führen. Verschwinde! Ist weg. Ist weg. So einfach ging es. Einhörner verpassen. Einhörner. Im Mittelalter. Du bist ja völlig übergeschnappt. Ja, das sagt ja genau der Richtige. Apropos, warum ist die Hauptfigur eigentlich männlich? Das ist doch nicht zeitgemäß. Für das Mittelalter ist es zeitgemäß. Verstehst du denn nicht, dass es nicht ums Mittelalter geht? Es geht um die Zuschauer, die Jugend von heute. Steht nicht auf Ritter in glänzender Rüstung. Sie steht auf das Klima. Greta Thunberg. Schlechte Remakes und Fortsetzungen. Mit CGI vollgestopften hirnlose Actionfilme. Und Transgender-Dramen. Nein, das ist nicht die Jugend. Das ist die kranke Filmindustrie, die größtenteils von richtig kranken Leuten aufgekauft wurde. Würdest du mir bitte dann erklären, wer sich für die Filmindustrie gerade nahezu prostituiert? Warum rede ich überhaupt mit dir? Na los, verschwinde jetzt! Das war's. Ich muss mich ausruhen. Okay, Freundchen, das vorhin, das war aber nicht sehr nett. Okay, jetzt komm, steh auf, ran an die Arbeit. Mich berühren? Na los! Scheiße.
Mäuse. Nein, ich bin es nur. Warum versuchen eigentlich die Leute immer vor ihrem eigenen Hirngespinst wegzulaufen? Ich meine, ich bin doch hier drin. Du kannst mich berühren? Ja klar, du kannst dich doch selbst berühren. Ich bin ich. Du bist kein Teil von mir. Verschwinde! Wie gesagt, es ist sinnlos, fortzulaufen. Was willst du? Dass du weiterarbeitest? Dein Film ist noch nicht kinderfreundlich genug. Das, was du mir vorher vorgeschlagen hast, das soll kinderfreundlich gewesen sein. Ja, das war für die Leute auf Twitter. Es soll ja keinen Shitstorm geben. Twitter ist mir scheißegal! Twitter ist mir scheißegal! Ich bin ein Künstler! Es geht mir am Arsch vorbei! Es geht alles soll zum Teufel gehen! Verdammt! Ich es hasse! So kann ich nicht weitermachen. Ich werde es morgen weitermachen. Hey Junge, warum hast du eigentlich so viel Angst vor mir? Ich bin du! Wir sind eine und dieselbe Person!
Was willst du? Die letzte Szene, wo der Ritter den Antagonisten tötet. Ich finde, das ist ein schlechtes Vorbild für Kinder. Der Ritter sollte ihn begnadigen und gefangen nehmen. Das ist ein Duell zwischen zwei Erzfeinden. Leben oder Tod. Aber ich erwarte auch nicht, dass du es verstehst. Wenn es für dich zu schwer ist, dann kann ich es für dich übernehmen. Du musst mich nur reinlassen. Nein, und jetzt verpiss dich. Lass mich rein. Nein, ich bleibe dabei. Wir können reich werden. Alles, was dem im Weg steht, ist ein Storrsinn. Nein, niemals. Ich mache diesen Film für die Kunst und für die Unterhaltung. Nicht für diesen Vollidioten und diese Ratten, die er da angeheuert hat. Aber sie haben Geld. Ich mache es auch nicht für Geld. Da wären deine Vorfahren aber ziemlich enttäuscht. Lass mich reden. Ich mache es nicht für Geld, noch für irgendwas oder irgendwen sonst. Und schon gar nicht, um irgendwelche Vollidioten auf Twitter zufriedenzustellen. Na schön. Du willst das also auf die Harte tun.